Ich bin Anita. Ich bin 26 Jahre alt, studiere Kindheitspädagogik im dritten Semester hier an der Hochschule in Niederrhein. Ich bin der Pascal, ich bin 26 Jahre alt und bin Student der Kulturpädagogik im dritten Semester. Ich bin Esther, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Sozialarbeit im fünften Semester. Ja, also ich fand den Einstieg sehr gut. Also diese erste Woche habe ich ja mitgemacht. Da wurde an der Campus gezeigt und ich bin ja selber nicht aus Mönchengladbach, sondern zugezogen. Und somit habe ich die ganzen, die Umgebung hier an der Uni und die verschiedenen Gebäude hier kennengelernt. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, ne? Dass man sich dann hier zurechtfindet, sag ich mal. Also ich fand, unsere Einführungswoche war gut gemischt. Wir haben bei uns auch eine Listenschlacht noch mit dabei gehabt. Es ist so eine Orientierungshilfe im Endeffekt von den Tutoren. Es gibt halt Kurse, für die man sich anmelden muss, weil die Personenzahl begrenzt ist. Und die organisieren das dann im Endeffekt, dass halt jeder in den richtigen Modulen da vertreten ist, dass sie nicht zu voll werden. Organisieren aber auch, dass man seinen Erst- und man seinen Zweitwunsch äußern kann und dass man halt zumindest eine Wahl dann davon kriegt und nicht in zwei Module reinrutscht, die man gar nicht haben möchte. Sodass halt, ich glaube, ich möchte mal behaupten, 95-99% da zufrieden rausgegangen sind. Da hatten wir echt ganz tolle Tutoren. Ja, die sind ja auch für später auch die Ansprechpartner. Ne? Ja. Also auch wenn man im nächsten Semester dann ist, da sieht man ja immer noch so die Tutoren, die man vorher kannte, geht man immer hin und fragt man noch so, oh, in welchem Raum muss ich oder so. Ne? Also die sind ja, ja schon immer dann der Ansprechpartner überhaupt hier. Mein Leben als Studentin an der Hochschule Niederrhein ist super. Ich verbringe ja unglaublich viel Zeit. Ich gehe sehr regelmäßig zu den Vorlesungen und Seminaren. Ich arbeite hier, ich habe mein Praxissemester hier gemacht, bin im Fachschaftsrat tätig und mache alle möglichen anderen Sachen, die es hier noch so irgendwie gibt. Und dadurch habe ich auch unglaublich viele Leute kennengelernt. Und ansonsten gibt es dann halt Angebote, die außerhalb der Hochschule stattfinden, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel das Ladenlokal, das ist in Mönchengladbach-Eiken. Das haben Studierende der Kulturpädagogik auf die Beine gestellt. Und da trifft man sich, kann mal einen Kaffee trinken. Und es werden Konzerte dort gespielt. Und so kommt man einfach super in Kontakt und arbeitet dort auch mit. Ja, das sind alles so Kultureinrichtungen von ehemaligen Studenten gegründet, die halt immer noch laufen, wo halt auch immer aktive die Studenten angesprochen werden aus dem ganzen Fachbereich, wo halt auch Ehrenamtliche gesucht werden. Und da kommt man dann tatsächlich richtig gut in Kontakt darüber. Das Klima ist super abwechslungsreich, bunt, locker, gepflegt. Man kommt halt super leicht in den Kontakt mit anderen Menschen, die halt hier im Fachbereich unterwegs sind. Wir als Pädagogen, also wenn wir ein gutes Klima nicht hinbekommen, wer dann? Ja, so eine soziale Ader, wie wir haben. Ich finde das einfach toll. Egal, wen man da antrifft, den man halt vom Sehen kennt, man kann immer alles fragen und habe ich so noch nicht kennengelernt, muss ich sagen. Freizeitangebote gibt es hier in Mönchengladbach unglaublich viel. Und wir genießen als Studierende hier an der Hochschule einfach den Vorteil, dass wir ganz viel davon vergünstigt bekommen oder sogar umsonst. Die Hochschule selber bietet viel an. Dann gibt es hier die Filmmiebe, die vom Aster angeboten wird. Das findet einmal im Monat statt. Wir bekommen kostenlos Popcorn und auch Getränke. Die Stadt, die bietet auch relativ viel an. Wir haben ganz viele Gutscheine bekommen für die Bibliothek, für Museen. In Krefeld gibt es ein Theater. Da gibt es die Theaterflatrate für uns. Man kann einfach kostenlos ein Theaterstück anschauen. Ja, man kann sich halt auch schön die Rosinen rauspicken beim Astersport. Man kann mal mittwochs zum Badminton gehen. Jetzt wird wieder Kanufahren angeboten. Ich glaube, es gibt wenig Universitäten, die, glaube ich, da mithalten können, was so dieses breite Angebot angeht. Tipps für Studieninteressierte habe ich. Und zwar entspannt euch, lasst es laufen. Es wird alles passieren. Hier sind genug Leute, die für euch da sind. Und ihr werdet selber nach einer Zeit merken, wie ihr euch das am besten strukturiert. Also wenn man jetzt anfängt zu studieren, finde ich ganz, ganz wichtig, dass man diese erste Woche mitmacht, weil das wirklich sehr, sehr informativ ist und hilfreich, wirklich auch andere kennenzulernen. Und dass man vielleicht auch auf so Aushänge achtet, wenn dann irgendwelche Partys sind oder wo sich welche treffen in den Bars und Cafés. Und ja, dass man da halt nicht so ganz alleine hier dasteht. Geht zur Einführungswoche, macht das mit, knüpft da Kontakte zu anderen Studenten. Man macht auch immer ganz viel privat zusammen, also das ist echt wichtig, weil die einen auch manchmal in Zeiten, wenn man vielleicht unmotiviert ist, pushen können. Das möchte ich jedem im Endeffekt empfehlen.